Richtig, richtig. Dann, ich muss ein Turnier gewinnen. Wir fangen von oben an, Amenelaos. Was tust du? Ich würde zuerst einen Brief verfassen. Amenelaos. Du bist nicht Amenelaos. So, ich den eigenen Namen. Ja, ja, Amenelaos. Ja, das ist jetzt der fünfte Name, den du angenommen hast. Gut. Das ist mein Name, such den neuen. Amenelaos, was tust du? Ich hoffe, dann können wir nächstes Mal wirklich einbrechen. Dann habe ich meine eigene kleine Flugschlange. Dann hast du für eine Woche einen Charakter. Ich nenne sie Peter. Peter? Und wenn wir einen Karakil haben, warum fliegen wir einfach nicht direkt zurück nach Karakil? Im Übrigen, das gebundene Wesen kann sich nicht mehr als 100 Schritt von dir entfernen. Ja, wir sollten also zumindest über die Sichel landen. Zumindest bis über die Sichel, was wir da schaffen an Strecke, das ist ja unbeschreiblich. Ich meine, wenn wir über die Sichel laufen, brauchen wir wieder keine Ahnung. Zwei Wochen. Moment, wenn das Ding sich nicht von mir entfernen kann, dann kann ich auch nicht mit einbrechen. Ja. Außer wir wollen die ganze Zeit einen Karakil mit haben. Also du darfst halt nicht mehr als 100 Meter innerhalb des Palastes sein, ansonsten bist du irgendwie... Wir machen eine Black Razzia mit dem Karakil. Das ist halt... Der hat mich so abgefuckt. Tatsächlich, genau das wollte ich. Ich hatte noch Steuerung C, Steuerung V, Teamspeak-Befehl für alle anderen. Wenn denn jemand dich begleitet hätte und leider hatte ich keinen einziger begleitet. Achso, das war's! Ich hab mich so geärgert, ich hab das extra im Forum mit dem BB-Code reingestellt. Das hätte ich jedem Einzelnen, jedem fucking Einzelnen, der dabei gewesen wäre, hätte ich das gegeben. Und so kann's keiner was bekommen. Eine Frage, sie sagt halt, Bidulin ist jetzt zum Tod. Ich denke mir, was nein machen, wenn ich ihm sage, ja, sie machen einen Sturmangriff. Und da stehen wir wieder da. Ich denke mir, gut, ich erschieße den Typen, du erschießt sie. Nein! Oh, war nur ein Traum, okay. Holen wir die Räume herbei, die werden das klären. Nein, war nur ein Traum, okay. Du bist tot. Ich hätte das noch weitermachen können, aber irgendwann war es dann halt durch und ich dachte mir, scheiße, jetzt muss ich dich blitzen. Ich habe auch noch hier ganz viel, hätte ich noch gemacht, aber naja, fucking Metall, ey, so ein Blödsinn. Also ich glaube, dass, hey, ich mach den Guardianer, Mann, war noch das gute Stichwort, zum damit es einen logischen Dings hat. Weil er eine Eisenrüstung hat, oder wie? Johnny, ich kann dir anbieten, als erster Preis, ein 3-Jahres-Abonnement vom, naja gut, hier ist es ein aventurischer Boten, du kannst den Optoliten bekommen, wenn du möchtest. 3 Jahre wird dir dann einmal pro Monat an deine Stelle geliefert mit einem, wie heißen die kleinen Bringer? Nunzio Volo. Nunzio Volo. Möchtest du ein 3-Jahres-Abonnement haben oder einen echten Elfenbogen aus den Salamandersteinen? Der wird dann, weiß ich nicht, vielleicht ist es ein zerschändeter Elfenbogen oder so. Müsste ich mir überlegen. Ich nehme den Elfenbogen von irgendeinem geschändeten Elfen. Der mit Agrimotscha macht sozusagen auf mich angepasst. Ja, dann bekommt Jalan das 3-Jahres-Abonnement. Ey! Was kriegt Myria? Oder 20 Hypogrifffedern aus den Salamandersteinen. Ja. 10% Reichweite als Pfeilbefiederung. Ja, Hypogrifffedern machen wir. Das sind dann Irrhalkenfedern. Oh. Okay. Schwarzleuchtpfeile. Ich nehme das auch. Das sind dann einfach Brandpfeile. Also die kannst du dann normal in einem Köcher tragen und wenn du sie verschießt, dann explodieren die und also dann zünden sie das an. Ach, was auf mich in Versuchung zu führen. Okay, machen wir. Wie viele Pfeile sind die gut für 20? 20. Ja, guck mal kurz. Wie fandest du meinen Text, den ich geschrieben habe? Junge! Lass ihn als freuen Pfeil greifen, dann bring ihn um. Möchtest du ernsthaft noch abstreiten, dass du ein mieser Sack bist? Ich muss dich doch irgendwie kriegen. Oh, Junge, ich hätte dich so gerne mit dem Blitz auf 18 weggekrittet, ne? Kann er sich ganz gemütlich Zeit nehmen. Oder musste Johnny mir reinspielen? Na, war da ja recht. Das war das erste Mal, seit ich hier bin, dass Johnny mir zur Hilfe an die Seite gesprungen ist. Ach, das stimmt doch gar nicht. Du hast einen magischen Ritter und der hat keine Mingorium-Rüstung? Es ist egal. Es ist ja trotzdem noch verhülltes Metall. Es geht nicht um den Band des Eisens. Es war ja Mentorium. Es geht nicht um den Band des Eisens. Den kannst du mit magischen Metallen, soweit ich weiß, umgehen. Auch mit, wenn man es streng nimmt, Bronze, aber reden wir da nicht drüber. Es war ja Mentorium. Das führt zu seltsamen Dingen. Aber nein, darum geht es nicht. Bei Druiden ist diese religiöse Komponente von wegen kein Metall, überhaupt kein Metall, auf keinen Fall Metall drin.
Er ist eine Hexe gewesen? Kein Problem. Ich habe gerade einen Kommentar bekommen, oder vor 55 Minuten. Ja, lang greifen wir vom Schnattermoor das Kameradenschwein. Daumen hoch. Warum bin ich das Kameradenschwein? Ja, ja, warte. Das ist zu einer Folge. 154. Blutige See. Oh. Das ist nicht die, in der ich den Ronny anschwärze. Das ist viel zu früh dafür. Da gibt's keinen Ronny. Ich weiß nicht, worum es da geht. Musst du dir nochmal angucken, denn ich werde es nicht tun.